Hallo Leute, es geht weiter mit Satinavs Ketten. Ich bin jetzt zuletzt nicht weitergekommen, aber ich habe jetzt mal die Verwundete nochmal angesprochen und da sind immer noch zwei Optionen, worüber man reden kann. Und da wir den Typen hier ablenken wollen und sie in den Spiegel gucken kann, versuche ich da nochmal irgendwie über diesen Weg ein bisschen mehr zu sprechen. Ich hoffe, es klappt. Ich habe ein paar Fragen. Das auch noch. Harm. Wer ist dieser Harm? Er kümmert sich von seinem Schiff aus um wirklich alle. Sein Schiff? Ja, Mann. Überbringen der Nachricht übernehmen. Dann lass mich doch die Nachricht überbringen. Bist du wahnsinnig? Aroken lässt mich dreimal im Svelte ertrinken, wenn er davon Wind bekommt. Das muss er ja nicht. Das wird er aber. Glaub mir. Botin eifersüchtig machen. Oh. Du solltest besser auf deinen Kerl aufpassen. Was? Gerade verdreht ihm ein hübsches Mädchen den Kopf. Ein Mädchen? Drehst du dich jetzt nicht um, Rushatna Roche? Ich glaube dir sowieso nicht. Ich kann ihm vertrauen, das weiß ich. Ich glaube, das wäre ein guter Weg. Das war schon alles. Geben wir ihm noch mal den Spiegel, auch es bringt ja wahrscheinlich gar nichts, aber Hier kannst du deinen Kerl durch den Gib her! Was denn? Er träumt nur vor sich hin. Ja, er träumt nur vor sich hin, aber vielleicht können wir das ändern. Irgendwie müssen wir doch. Also, wir nehmen jetzt Nuri. Nuri verdreht dem den Kopf und ich weiß auch, dass das der richtige Weg ist. Ich weiß nur nicht wie. Aber wir müssen die doch irgendwie dazu bringen können. Irgendwann muss sie doch dazu was sagen können. Sag mal, Nuri. Na also, Nuri ins Badehaus schicken. Ich glaube trotzdem, dass es Geron überhaupt nicht gefällt. Da ist einer im Badehaus, der ganz allein badet. Vielleicht kannst du dich mit ihm etwas unterhalten? Ist die Luft denn jetzt rein? Ja. Ja, vorher hat's ihm nicht gefallen und jetzt macht es ganz bewusst. Oh Gott, Nuri ist schon drinne. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt. Weil Nuri ist ja auch ein hübsches kleines Ding. Und da freuen die sich doch, die Männer, dass die da mit im Bottich sitzt. Und plötzlich wurde alles dunkel. Nuri! Und es gab kein Lachen mehr. Und keine Farben. Wer hat denn gesagt, dass du gleich zu ihm in die Aber ich weiß nicht mehr warum. Ich habe alles vergessen. Na und? Sag mal, Nuri. Oh Gott. Und er freut sich bestimmt voll so, yeah. Glückstag. Nuri nach draußen schicken. Nein, das machen wir mal nicht. Bin gleich zurück. Weil. Was mit dem Gast? Was sagt der dazu? Was gibt es, Landratte? Auch nix. Bis später. Aber ich meine, jetzt sitzen die beiden zusammen und unterhalten sich. Und jetzt zeigen wir ihr mal den Spiegel. Mal gucken, wie die jetzt reagiert. Bestimmt. Hey! Blödes Arschgesicht, ich mach ich platt. Hier kannst du deinen Kerl durch den Spiegel beobachten. Gib her! Was will denn die Schnepfe da? Wer fängt was mit dieser aufgetakelten Kuh an? Der kann jetzt was erleben. Hältst du still, Kind? Dann mach schneller! Oh, wie geil. Irgendwie müssen die denn noch mehr irgendwie. Oder nee, sie ist abgelenkt. Nehme ich mal den Rucksack. Geht das jetzt? Jawohl! Die Nachricht für diesen Harm. Ich werde ihn umbringen! Aber lass dich nicht erwischen, Kind. Ja, lass dich nicht erwischen, genau. So. Die Nachricht für diesen Harm, natürlich in einer Geheimschrift verfasst. Vielleicht können wir mit dieser Nachricht noch was anfangen, wenn wir damit zu diesem Typen beim Boot gehen. Ist Hilf dir selbst, dann hilft dir Fex. da noch was drinne? Kann ich jetzt an die Bandagen gehen oder merkt die Baderin das dann? Na, na, na. Ach, die Baderin merkt das wieder natürlich. Sollte ich die vielleicht austauschen oder so? Keine Ahnung. Na, das Problem ist, damit muss ich ja auch noch ablenken. Deswegen, ich weiß nicht, kann ich mit Nuri überhaupt was anfangen gerade? Ach, ich gehe mal raus. Vielleicht kann jemand die Geheimschrift lesen, dieser Jarre, oder ich weiß nicht, ob ich die ihm überhaupt zeigen sollte. Weißt du etwas über Harms Geschäfte mit diesem Arauken?
Hm, siehst du, wie ich mich am Kopf kratze? Nein, ganz genau. Brauchst du was? Der Mann am Kai, das bringt doch nichts. Was ist denn mit dem da hinten los? Dem Suffkopf-Orkeschöft das beste Gesöff. Ja, gut. Das waren wir ja auch. Das soll ja auch so sein. Dann gehe ich jetzt mal zu dem Typen beim Boot. Während Nuri schön mit dem Lüstling badet. Aber ich dachte eigentlich schon, dass sie da rein soll, um ihm abzulenken. Auch gut, sie hätte sich auch ranstellen können, aber sie hätte sich doch denken können, dass Nuri das macht, oder? Was ist, wenn wir die dem jetzt bringen? Dem Wächter? Hey, immer langsam. Ich muss mit Harm sprechen. So. Und warum? Hier, Botschaft von Arauken. Ich bringe eine Botschaft von Arauken. Du? Zeig her. Geht doch. Tatsächlich? Ich hab dich noch nie gesehen. Bist du neu? Ja, genau. Jetzt lass mich durch. Erst die Losungsfragen. Losungsfragen? Ja. Welcher Profession geht der ehrenwerte Harm nach? Welche Tiere schätzt der ehrenwerte Harm am meisten? Welchen Wein trinkt der ehrenwerte Harm am liebsten? Also, was ist Harms Profession? Oh, jetzt wird's schwierig. Er ist Kapitän, er ist Schmuggler, er ist König der Unterwelt. Er ist Walfänger und oder ehrenwerter Kaufmann. Wurde sowas schon erwähnt? Wenn ja, dann habe ich es mir jetzt nicht gerade gemerkt. War Kapitän, Schmuggler oder ehrenwerter Kaufmann? Harm ist ein ehrenwerter Kaufmann. Sehr gut. Nächste Frage. Welche Tiere schätzt der großzügige Harm besonders? Krakenmolche. Die sind böse vom Ohm. Krakenmolche. Achtarmige Krakenmolche. Verzieh dich, Kleiner. Sag Arauken, er soll nicht nochmal so einen Grünschnabel schicken. Schade. Hat nicht geklappt, aber das mit dem Kaufmann schon. War das denn jetzt richtig oder hätte ich auch was anderes sagen können? Hey. Harm muss Beruf. Komm, also. Das probieren wir nochmal aus. Man darf ja nochmal. Harm ist da. Ja. Welche dann wohl Wal. Harm mag Wale sehr gern. Verzieh dich, Kleiner. Sag Arauken, er soll nicht nochmal so einen Grünschnabel schicken. Eine andere Option gab's doch gar nicht, du Nase. Wal oder Krakenmolch, was soll ich denn da nehmen? Nix? Anscheinend kann ich das noch nicht machen oder so. Vielleicht kann und darf ich noch nicht weiterkommen. Ich weiß es nicht. Ach ja. Wie doof. Jetzt bin ich wieder da, wo ich vorher war. Nur, dass ich diese Nachricht verharmt habe. Das kann doch gar nicht sein. Ja, aber irgendwas muss es ja mit dieser versteinerten Katze auf sich haben, ne? Tja. Schwierig. Ich versuch's nochmal, aber wenn ich hier gar nicht weiterkomme, dann ja. Die Nachricht für die natürliche. Kann ich dem Fährmann die Nachricht zeigen? Kann der mir helfen? Die Nachricht ist ausschließlich für Kaufmann Harm. Kaufmann Harm, er sagt sogar. Aber mit den Tieren komme ich nicht weiter. Hey. Harm. Beruf also. Harm ist ein. Welche Tier? Gibt doch nur Wal- und Krakenmolche. Ich verstehe das nicht. Harm mag. Verzieh dich, sag. Komisch. Na gut. Das hat nicht geklappt. Dann gehe ich zurück und weiß auch nicht, wie ich die Katze da jemals hinten runter bekomme. Und auch das mit diesem Eimer hier, so merkwürdig irgendwie. Brauche ich. Die Nachricht ist aus. Was soll er dazu? Er kann dazu anscheinend nichts sagen, völlig betrogen können. Sie guckt immer noch in den Spiegel. Kann ich mit Nuri nochmal irgendwie reden? Sag mal, Nuri. Nuri nach draußen schicken. Jetzt reicht es wieder. Steig aus dem Becken.
Mach es gut, Bademeister. Musst du etwa schon gehen, Mäuschen? Sieh ihr ja nicht hinterher. So, wir haben jetzt haben wir sie rausgeholt. Dann ist sie aber auch eigentlich nicht mehr abgelenkt. Ich weiß nicht, ob man stattdessen eine andere Nachricht reinstecken sollte, aber naja. Vielleicht können wir aber mit ihr nochmal reden, wegen den Lösungswörtern. Ich habe ein paar Fragen. Das auch genau, noch. Vielleicht kann sie ja wegen den Tieren was sagen. Kann sie aber nicht. Das war schon. Ja, gut. Kann sie nicht. Hier, dein Typ ist doch schon weg. Den Spiegel kriegen wir nie wieder, okay. Was gibt es, Landratte? Kannst du mir helfen? Auch nicht. Bis später. Keiner kann mir helfen. Na? Na? Kannst du mir helfen, noch einmal zu Harm? Noch einmal zu Harm. Ah. Harms Lieblingswein, Harms geschätzte Tiere. Hat Harm ein Lieblingstier? Ein Lieblingstier? Ei, so etwas weiß gute Minka nicht. Weißt du, welchen Wein Harm am liebsten trinkt? Du stellst Fragen, Kind. Trinkt eigentlich immer nur Wasser, das Väterchen Harm. Aha, immer nur Wasser. Welchem Gewerbe geht Harm eigentlich nach? Ist sehr ehrenwerter Kaufmann, das Väterchen Harm. Okay. Sehr ehrenwert. Deswegen war die Frage auch richtig beantwortet und er trinkt nur Wasser. Eine andere Frage. Du weißt also von Goswins Prisma. Wo ist es jetzt? Keine Ahnung, wovon du redest. Aber du hast gesagt... Hör zu, Minka will noch... Dann lasse ich dich weiterarbeiten. Biene. Interessant, aber vielleicht kann jemand anderes die Frage beantworten. Ich habe ein paar... Das auch noch. Komm schon, rede mit mir. Warum redet sie... Das war schon alles. Sie müsste doch die Fragen beantworten können. Oh. Was gibt es... Bis später. Komisch, dass sie den Spiegel jetzt gar nicht mehr weglegt. Irgendwie ist sie völlig fixiert jetzt. Hilf dir selbst, dann hilft dir Fex. Was soll das denn werden? Das lasse ich. Okay, sie ist doch nicht so abgelenkt mehr. Aber Nuri müsste ja jetzt wieder draußen stehen. Nuri ist wieder hier. Was sagt Nuri denn? Sag mal, Nuri... Wir können sie wahrscheinlich nochmal wieder reinschicken, oder? Ja, können Sie wieder reinschicken zum Ablenken? Mit den Lieblingstieren ist es jetzt schwierig, ne? Also wenn wir das rauskriegen wollen, dann... Vielleicht steht doch noch was im Rucksack oder so. Sag mal. Ich schick sie noch mal rein. Kannst du dich... Aber du musst nicht gleich wieder zu ihm in die Wanne steigen. Ach, keine Sorge. Ich mach das doch gern. Ich meinte nur... Ich liebe es zu baden. Immer wieder. Hm. Okay, ich hab's gerade ein bisschen übersprungen, weil ich dachte, es ist eh nur nicht so wichtig, aber okay. Er findet es natürlich nicht toll. Sie ist wieder sauer. Hilf dir selbst. Aber warum geht er dann nicht mehr ran an den Rucksack? Ist da wirklich nichts mehr drinne oder wie? Sie hat nichts gemerkt. Sie hat nichts gemerkt. Toll. Keine Zeit für so... Mir fällt dazu... Ich überlege, ob ich da was anderes reintun kann. Das ist kein... Was ist mit... Hilf dir. Ich habe ja noch ein Handtuch. Bringt das irgendwie was? Hülle dich wenigstens in ein Handtuch, wenn du rauskommst. Da sind ja auch noch zwei andere Kerle dabei. Ich behalte den... Hm. Ach ja, es ist wirklich nicht einfach, diese Stelle. Wir halten jetzt hier schon ein Weilchen auf, aber es ist, wie ihr seht, echt nicht so einfach. Kann ich mit Feuersteinen und so den Fisch eigentlich... Gebratener Fisch ist Nostria-Fraß. Okay. Könnte aber leckerer schmecken als roh. Kann ich den aufschlitzen, den Fisch? Ach! Wie cool. Viel besser. Die Gräten stinken auch nicht so erbärmlich. Was? Und wo ist das Fleisch jetzt hin? Also das Fischfleisch? Viel besser. Okay, ich habe jetzt eine Fischgräte. Was mache ich denn mit einer Fischgräte? Bin ich genauso weit wie vorher, finde ich.
Vielleicht kann ich die Fischgräte in diesen Eimer draußen hinpacken, aber wozu? Ach ja, und dann dieser Rucksack noch. Und was ist sein Lieblingstier? Und wie komme ich an die Katze da hinten? Und immerhin, kann ich denn mit dem Messer noch anderes machen? Massiver St... Wie komme ich... Weiß nicht. Ich finde das Messer gerade gut. Ich muss dringend... Ja, ich glaube auch. Viel besser. Mhm. Ich habe eine Fischgräte jetzt. Das ist toll. Dann hängen die Fischgräte mal raus in den Eimer. Brauche ich noch. Schade. Wird doch nicht. Was macht man denn mit einer Fischgräte? Ach, und er will ja diese Krakenmäuschnitzerei hier, der Jarre. Können wir da irgendwas dann regeln mit ihm? Hilft er mir mal? Interesse? Was? Kennst du das? Ja, ich ja. Dachte, es würde zuerst... Sehr ja. Gut. Was kriege ich denn? Was will er dann mir über Harm? Ach, er kann mir helfen. Noch einmal zu Harm. Ja, wunderbar. Er kann mir es beantworten und dafür kriegt er die Statue. Super. Geschätzte Tiere. Weißt du, welche Tiere Harm am meisten schätzt? Welche Tiere? Das ist gut. Harm liebt nichts weiter als sich selbst und das liebe Geld. Welchen Wein trinkt Harm am liebsten? Was weiß ich. Vielleicht roten Geron. Er trinkt eigentlich nur Wasser und liebt eigentlich nur sich selbst, also... Eine andere Frage. Bis spät. Gib auf deinen Rücken. Ja, okay, dann lassen wir das mal erstmal. Wenn das so ist, haben wir die Antwort doch eigentlich schon. Warum komme ich dann hier bei dem Typen nicht weiter? Müsste ich doch jetzt eigentlich. Wir wissen doch Bescheid jetzt. Komm. Hey, hey, hey. Harm muss... Beruf also. So, er ist ehrenwerter Kaufmann. Harm ist ein ehrenwerter Kaufmann. Hm, sehr gut. Nächste Frage. Welche Tiere schätzt der großzügige Harm besonders? Gar keine. Hier, Wahl, Krakenmäuche, Geld. Harm liebt Geld. Ja, ja, ja. Wie heißt das in der Schmugglersprache? Kann Arauken nicht mal seine Boten ordentlich einweisen? Verschwinde, Rotznase. Und lern, wie man als ehrbarer Schmuggler zu reden hat. Okay. Können wir das den Jarre auch nochmal fragen, wie man da sich am besten ausdrückt mit diesem Geld? Und er trinkt ja auch am liebsten anscheinend nur Wasser. Vielleicht beantworten die letzte Frage recht schnell. Ich bin froh, dass wir überhaupt vorankommen. Was kennst du, ob ich das... So, komm. Sehr. So, komm, hilf mir nochmal. Mehr über Harm. Gegenleistung Schmugglersprache lernen. Du bringst mir die Schmugglersprache bei und ich gebe dir den Molch. Einverstanden. Zeig her. Ausgezeichnet. Ganz ausgezeichnet. Ja, er ist wirklich wunderschön. Und jetzt zur Schmugglersprache. Also gut. Ich habe hier einen Zettel. Da sind die wichtigsten Schmugglerbegriffe draufgemalt. Du musst sie nur noch richtig deuten. Wenn das nur ein wertloser Fetzen ist. Was dann? Jetzt nimm schon. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. Na, da bin ich ja mal gespannt. Was ist denn das für ein Zettel jetzt? Was steht da drauf? Aha. Okay, nee. Ist klar. Wie bitte? Alleine das hier, was ist das? Eine Pfütze? Gleich Zwerg? Was soll das hier sein? Ein Eimer? Oder eine Wanne? Nee, doch. Wahrscheinlich ein Eimer. Gleich Klo? Oder so? Angsthase. Achso, man hat Angst. Eine Höhle. Angsthase. Was wir brauchen, ist ja das Wort für Geld. Motten? Vielleicht Motten? Könnte ich mir vorstellen, ja. Waren auf jeden Fall mehrere Sachen drauf, sehr interessant. Ich mach mal lieber weiter, damit wir ein bisschen weiterkommen, aber ist ein cooler Zettel. Angsthase, ja natürlich. Mal gucken, ob es klappt.
Hey, hey, hey. Harm muss... Beruh, also. Harm ist ein... Also in Wirklichkeit... Welche Tiere? In Wirklichkeit würde das ja echt nicht so lange... Naja. So, Geld. Harm liebt Geld. Ja, ja, ja. Wie heißt das in der Schmugglersprache? Motten, Motten. Kann A rauchen, ach komm. Verschwinde. Wieso sagt er mir das nicht an? Hätte ich das jetzt irgendwie... Hä? Hier, Motten. Und das sind dann seine Lieblingstiere. Ach so, ich soll das... Ich hätte das ja auch gleich anklicken können, gerade eben. Statt Geld zu sagen, gleich Motten sagen, ne? Jawohl, komm. Jetzt schaffe ich's aber. Harm ist... Welche Tiere? So, jetzt direkt Motten und nicht Geld nehmen. Harm liebt Motten. Viele Motten. Ja, genau. Letzte Frage. Juhu. Welchen Wein trinkt der ehrenwerte Harm am liebsten? Wasser. Harms liebster Wein ist klares Wasser. Ja, ja, ja. Wie heißt das in der Schmugglersprache? Kann A rauchen nicht mehr. Oh Mann, jetzt muss ich alles nochmal machen. Was heißt Wasser jetzt wieder in der Schmugglersprache? Froschwein? Ach so. Das wäre dann der Froschwein. Gut. Nehmen wir den Froschwein. Ich will jetzt endlich durch. Hey, hey, hey. Ja. Komm, ehrenwerter Kaufmann. Harm ist... Welche Tier? Motten. Harm liebt... Welchen? Froschwein. Froschwein. Harm trinkt nichts als Froschwein. Ja. Klarer Froschwein, klarer Kopf. Dann lass mich jetzt endlich zu ihm. Die Nachricht ist wichtig. Ja. Zuerst muss ich dich aber nach Waffen durchsuchen. Bekommst du wieder, wenn du rauskommst. Dann zieh mal blank die Taschen. Und? Hey, da sind wir sogar. Wahnsinn, wir haben es geschafft. Ein Bote, ehrenwerter Harm. Er hat eine Nachricht von Arauken für euch. Lass ihn rein. Gib auf deine Worte Acht, Kleiner. Arauken schickt dich also? Komm näher. Ich will dich im Blick haben. Du stinkst. Du stinkst, als hättest du wochenlang in der Wildnis gehaust. Ich kann mir das Badehaus nicht leisten, ehrenwerter Kaufmann. Götter, wie rührend ist die Provinz. Was starrst du so? Ist dir dein kleines Makrelenhirn ins Gedärm gerutscht? Oder stimmt etwas mit meiner Haut nicht? Ja, deswegen, obwohl es so schön ist, dass wir jetzt endlich weitergekommen, böser Ausschlag oder alles in Ordnung, darüber entscheide ich dann im nächsten Part von Satinavs Ketten und mache hier einen Cut. Dann sehen wir uns im nächsten Part und bin sehr froh, dass wir es weitergeschafft haben. Mal gucken, wie das alles hier noch so endet. Bis dann!